while Rainbow Fight News. Das war schon ein besonderes Ereignis. Ich war von Bruder Franziskus eingeladen, mit ihm auf der Loggia bei seinem Weihnachtsgruß dabei zu sein. Die vielen Menschen zu unseren Füßen. Gigantisch. Zuvor habe ich ihn gefragt, was es mit dem Urbi und Orbi auf sich hat. Er erklärte mir, das gehe auf eine alte, lange Tradition zurück. Die Missionierung Europas ist besonders auf die irischen Mönche zurückzuführen und die verstanden einiges vom Bierbrauen. Seit damals gibt es den inoffiziellen Sponsorvertrag mit den beiden alten Brauereien Urbier und Orbier. Seit damals muss bei Großveranstaltungen im Vatikan immer Urbier und Orbier genannt werden. Im Mittelalter brachte man das mit der Aussage, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt im Zusammenhang. Also je mehr Ohrbier, desto besser hören. Auf dem Rückweg zeigte er mir ein neues Gemälde in der Sixtinischen Kapelle. Es hat sich inzwischen bis in den Vatikan herumgesprochen, dass das Christkind nun ja kein Baby mehr ist. Christus, der König der Könige. Das neue Gemälde bringt ein altes Missverständnis in passende Relation. Aber Bruder Franziskus weiß noch nicht, wie er es seinem Volk sagen soll, das ja ziemlich an alten Traditionen hängt. Mal schauen, vielleicht hilft etwas mehr Ohrbier, um zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt.